Okay, wir sind allein unterwegs. Ich hätte auf jeden Fall den Garrus natürlich mitgenommen. Ja, und die Miranda hätte ich mitgenommen, Dienstmarke. 1 von 20. Da können wir mal gucken, ob wir uns die durchlesen können. Also an welche Person wir uns ändern können. Okay, also müssen wir jetzt hier 20 Dienstmarken sammeln. Okay. Okay, das war unser alter. Unsere Fähre. Wir haben auch schon den Marco gesehen. Also Orientierung habe ich jetzt bisher noch keine. Dienstmarke, da. Bei Dragon Age Origins gab es so eine ähnliche. Das war auch eine DLC-Mission. So eine ähnliche Mission, wo wir dann auch an einen Ort eines bestimmten Ereignisses zurückgekehrt sind. Es war auch sehr emotional sogar, muss ich sagen. Also hat mich damals ein bisschen die Schuhe damals ausgezogen. Ich weiß nicht, wenn ich das Denkmal platziere, dann ob wir dann automatisch vom Planeten verschwinden, weil ich möchte erstmal die ganzen Dienstmarken sammeln. Ah, das ist auch eine. Also hier ist auf jeden Fall das Denkmal. Okay. Familien zurückgeben. Boah, das wäre eine coole Nebenmission, wenn wir die ganzen Familien quasi aufsuchen. Mein klar, ist natürlich ein bisschen zäh, aber ich fände es cool trotzdem, wenn wir alle Familien sehr gut aufsuchen müssten. Oder dürften, vielmehr. Und denen die Marken dann überreichen könnten. Und wir haben gerade gesehen, man kann das Denkmal an verschiedenen Stellen aufbauen. Ich sehe schon kommen, dass ich eine Dienstmarke irgendwo übersehen werde auf Anhieb. Zerbrechliche Kiste. Okay, das ist die falsche Waffe. Mal wieder. Wow. Gut. Also wie in einem Hack'n'Slay quasi. So, hier kann ich ein Denkmal platzieren. Schon ein bisschen trostlos. Hier waren wir schon drin, ne? Ne, waren wir noch nicht. Das ist nämlich genau das Ding, weil ja auch vieles ziemlich ähnlich aussieht. Ja, Cockpit, logisch. Eine zerbrechliche Kiste, da ist noch eine weitere Marke.
Ah, sehr gut. Noch eine Kiste. So. Wie viel haben wir jetzt? 14.06, okay. Ja, ich hätte es irgendwie cooler gefunden, wenn man jetzt hier eine richtige Mission gehabt hätte. Wenn es zum Beispiel darum geht, dass man nicht will, dass irgendeine feindliche Organisation oder sogar die Kollektoren an die Technologien der Normandy rankommt. Dass man hier quasi dann Gefechte gehabt hätte. Und währenddessen quasi dann die Dienstmarken gesammelt hätte. Das hätte ich cooler gefunden. Weil es ist natürlich schon... Oh, Datenpad. An Tag 1. Nicht wiederherstellbare Daten. Daten wiederhergestellt. Mit dem Commander darüber gesprochen. Ich beschädige diese ganzen verdammten Aliens an Bord des modernsten Schiffes der Allianz. Ich traue ihnen einfach nicht. Vor allem nicht wiederherstellbare Daten dieser verdammten Asari. Und eine Quarianerin, wofür hält Shepard das alles hier ein Zoo? Ja, das ist natürlich von der Ashley. Es ist halt die Frage, also die ist ja, sie mochte Aliens ja nicht sonderlich, wie man hier auch nochmal lesen kann. Die Frage ist halt bezüglich der Aria. Ich meine, jetzt, hier wird das nicht mit reinspielen, dass man, also ich mich für die Aria entschieden habe, nicht für die Ashley. Aber ich denke mal, dass trotzdem Eifersucht da trotzdem mit eine Rolle spielt. Egal, für wen man sich das entschieden hätte. Trotzdem war es für die Ashley wahrscheinlich so eine Art Konkurrenzkampf und die Liara hat ja auch so ein paar Andeutungen gemacht, ob man nicht irgendwie mit der Ashley was laufen hätte oder so. Ja. Und ich kann euch schon mal sagen, im ersten Teil hatte ich ja jetzt die Wahl zwischen den beiden. Die Tali war ja außen vor und ich glaube, von den Männern kam keiner in Frage. Nee, mit dem Kaidan hätte man nichts starten können. Nee, es war nur, glaube ich, die Liara und die... Ich will also Garrus auf gar keinen Fall, Tali auf gar keinen Fall, Rex auf gar keinen Fall. Ich weiß nicht, ob man mit dem Kai dann was hätte starten können, aber ich glaube nicht. Nee, ich glaube nicht, nee. Ich hatte es ja sogar probiert gehabt, in die Richtung zu entgegen, glaube ich nicht, nee. Also wie gesagt, es ging nur Liara oder Ashley und da war ja schon so ein bisschen, ne, da sind ja schon ein bisschen die Funken geflogen. Und ich kann euch sagen, es wird in diesem Teil und gerade auch im nächsten Teil noch heftiger. Man hat da viel mehr Möglichkeiten, viel mehr verschiedene Konstellationen. Und ich meine, man kann sogar... Nicht, dass sich das... dass das... Wie sagt man dazu? Dass sich das gebühren würde, kann man das so sagen? Man kann auch so ein paar Sachen so nebenher laufen haben. Also, ja, man kann es aber auch ganz schön verkacken. Das habe ich, glaube ich, sogar am eigenen Leib damals gespürt. Da habe ich nämlich, glaube ich, gar keinen gehabt. Weil ich es irgendwie... Weil ich auf mehreren Hochzeiten gleichzeitig getanzt habe. Sozusagen. Wie gesagt, es ist nicht. Es gebührt sich nicht, aber ja. So, nicht wiederherstellbare Daten. Wiederhergestellt. Mit der Quarianerin. Sie scheint auf eine Art Pilgerreise zu sein und versucht, das Schicksal ihres Heimatschiffes zu verbessern. Das kann ich verstehen. Ich würde, nicht wiederherstellbare Daten, meine Kinder beaufsichtigen oder so. Aber wenn sie unbedingt an Bord sein muss, ist es auch nicht schlimm. Ist es von der Liara? Oder ist es von einem Mensch? Ist es von Dr. Chuck was? Schreibt mal in die Kommentare, was ihr denkt, von wem das sein könnte. Ah, da steht's doch. Ach so, oh Gott, ich hab's nicht gelesen, Leute. Links oben. Tagebuch Navigator Presley. Krass. Hat der Presley auch so abwehrend über die Aliens gedacht? Wow. Ich hätte schwören können, das ist von der Ashley. Krass, okay. Gut, also es ist von Presley auf jeden Fall. Ja.
Okay. Und der dritte Eintrag, eine Weile lang, und ich lese mir alte Tagebucheinträge noch einmal durch. Ich, wie blind ich damals war. Ich kam in der festen Überzeugung an Bord dieses Schiffes, die Menschheit wäre allein in der Galaxie. Shepard hat diese Aliens an Bord gebracht, und ohne sie wäre alles, was wir erreicht haben, niemals möglich gewesen. Ich bin stolz darauf, sagen zu können, Leben für jedes Mitglied dieser Crew geben würde, ganz egal, auf welcher Welt es geboren wurde. Ja, okay, da sieht man eine Art Charakterentwicklung von Presley. Das ist am Anfang noch sehr negativ eingestellt war gegenüber den Aliens sozusagen und im Eintrag 3 dann auf einmal mit denen sozusagen befreundet war. Ja, ich habe es nicht gelesen, Leute. Ich habe nicht geguckt, Tagebuch Navigator Presley, keine Ahnung. Gut, egal. Auf jeden Fall hätte es trotzdem, denke ich, ganz gut zu Ashley passen können und er hätte auch die Eifersucht eine Rolle spielen können. So, okay. Es war halt so leicht peinlich, leicht. Ich weiß nicht, ob ich das vorgelesen habe. Also wenn ich es vorgelesen habe, dass da steht Tagebuch und Navigator Presley, dann war es sehr peinlich. Ich muss aber auch dazu sagen, ich bin heute Morgen mit einem, ich weiß nicht, ob man es Tinnitus nennen kann. Auf jeden Fall habe ich die ganze Zeit einen Pfeifen im linken Ohr wach geworden. Was ich jetzt zum Glück gerade... Doch, jetzt höre ich es wieder. Ich habe jetzt nicht drauf geachtet, jetzt habe ich es nicht gehört. Jetzt habe ich drauf geachtet, habe ich es gehört, ja. Und das ist halt ein bisschen nervig. Deswegen, wenn mir so ein paar Lapsusse... Ist das der Plural? Ich formuliere es um. Wenn mir der eine oder andere Lapsus widerfährt, dann wisst ihr, ich bin nicht ganz da. Aber da ich nicht weiß, wie lange ich dieses Pfeifen im Ohr haben werde, nehme ich trotzdem auf. Weil ich das bis ans Lebensende haben sollte, dann gut, dann muss ich auch damit aufnehmen. Aber ich denke mal, ich habe einfach wahrscheinlich irgendwie eine... Vielleicht eine Entzündung im Ohr oder so und deswegen ist das. Weil ich habe gestern nämlich, auf einmal kam das, so ein Druck im linken Ohr gehabt. Also von jetzt auf gleich einfach. Und, ja. Also ich habe erst gedacht, es wäre irgendwie ein Insekt reingeflogen, es war aber nicht so. Und ja, seitdem habe ich das irgendwie, also dann habe ich diesen Druck gehabt auf dem Ohr. Jetzt habe ich das Pfeifen, jetzt gerade, wo ich drüber spreche, fängt es an weh zu tun. Also von daher denke ich mal, es wird vielleicht eine mittlere Entzündung sein oder so. Von daher, alles gut. Es ist halt die Kacke, ich weiß nicht, ob ihr werdet wahrscheinlich sowas auch schon mal erlebt haben, dass ihr irgendwie wach werdet oder euch irgendwas widerfährt und ihr so denkt, so scheiße, nicht, dass ich das jetzt irgendwie lange Zeit oder bis ins Lebensende habe oder so. Das nervt halt schon richtig. Oh, ich habe alle 20, das ist ja geil. Das ging ja recht ziemlich simpel. So, eine schöne Stelle für das Denkmal. Hier ist eine schöne Stelle. Vor allem, weil hier mein Marco steht. Ich hätte gerne einen Tagebucheintrag von Marco. Ja, sehr gut. Ah, ja, auf jeden Fall bei Marco. So. Sehr gut. Also, das ist halt wirklich eine Hassliebe. Also, es ist wirklich so, ich glaube, jeder hasst den Marco. Jeder, glaube ich. Aber trotzdem mögen ihn noch alle. Also, der Marco kann einfach nicht böse sein, dass er so war, wie er war. Noch ein Denkmal? Ach so, das ist ja geil. Ah ne, ich muss mich, glaube ich, entscheiden, ne? Ich probiere es mal. Ja, ich muss mich entscheiden, wo ich das hinstelle. Ich glaube, ich stelle es hier hinten an die Klippe. Vielleicht das Ganze zwar doch ein bisschen ausufern hier, aber... So, ich muss schon wieder hier hochkommen.
Hier wäre ich auch ein guter Platz für das Denkmal. Okay. Ja, das sieht eigentlich ganz gut aus. Hier ist auch der Normandy-Schriftzug. So, jetzt ist die Frage, kann ich den Planeten einfach so irgendwie verlassen oder... Ja, kann ich. Okay, ich glaube, ich habe eingangs gedacht, das wäre die... Yes. Ja, genau, die Fähre, ja, Shuttle. Genau. Ich glaube, ich dachte, das wäre die Fähre von der ersten Normandy gewesen, aber die hat ja keine Fähre. Das haben wir ja schon thematisiert gehabt am Anfang. Ja. Trotzdem wüsste ich gerne, auch wenn ich es umformuliert habe, was der Plural von Lapsus ist. Bitte einmal kommentieren. So, 200 Erfahrung erhalten. 2 Erfahrungspunkte erhalten. Ja, sorry, Erfahrung erhalten 200, ja. Ein Denkmal wurde an der letzten Ruhestätte der SSV Normandy auf Alchera errichtet. Und die Familien aller vermissten Crewmitglieder wurden über deren gewaltiges Opfer informiert. Wir haben 3750 Kredits gekriegt und 500 Element Zero gefunden. Aber ich hätte schon den Garrus hier mitgenommen, muss ich sagen. So, Kelly, hast du eine neue? Commander, ja. Sie haben auf Ihrem privaten Terminal eine neue Nachricht erhalten. Okay. Daten über die Absturzstelle der Normandy erhalten. Von Admiral Hackett. Commander Shepard. Die Allianz weiß die Übermittlung der von Ihnen an der Absturzstelle der Normandy gefundenen Informationen zu schätzen. Und wir haben alles an die betroffenen Familien weitergeleitet. Durch diese Dienstmarken haben Sie vielen Menschen ein wenig Seelenfrieden gebracht, Commander. Ich spreche Ihnen in Ihrem Namen meinen Dank aus. Bitte. So. Alter, okay. Jetzt gucke ich mal. Habe ich überhaupt nur eine Sonne? Ich glaube nicht, ne? Unerforscht. Ein Ghana. Okay. Achso, ja. Gut, wir haben noch 2 Sonnen, das können wir knicken. Ich kann schon mal eine losschicken. Also 2. Ich behalte mal eine. Okay. Da ist auch schade, dass man von außen nicht sieht, wie viel Prozent, zu wie viel Prozent man das schon abgebaut hat. Das ist halt ein bisschen doof. Es ist nicht ganz durchdacht, möchte ich meinen. Okay. Ich will nur mal gucken, ob es hier irgendeine Anomalie gibt. Wieso 80%? Ach, hier ist noch... Oh Gott. Noch eine Umlaufbahn hier. Takan. Nee. Okay. Ja gut, ich habe eh nicht genug Sonden, wie ihr seht. Boah, das ist die Frage. Ich könnte das mit euch gemeinsam... Ich kann mir das im Hinterkopf mal behalten. Ich werde es eh vergessen. Also theoretisch kann ich im Hinterkopf behalten, dass hier noch diverse Ressourcen fehlen. Im Armada-System. Dass ich hier nochmal hin zurückkehren kann. Abgesehen davon, dass hier noch 3 weitere Systeme sind, die wir noch gar nicht bereist haben. Wow, okay. Aber ich werde jetzt nicht Sonnen holen, dahin fliegen, Sonnen aufbauen, neue Sonnen holen ins nächste System. Das mache ich jetzt nicht. Ich lasse es erstmal gut sein. Wir kehren jetzt auf jeden Fall zurück zu Sarabari. Die Hälfte unseres Treibstoffs ist noch übrig. Krass. Weil es kann ja durchaus sein, darauf hoffe ich und spekuliere ich ein bisschen, dass man hier nochmal zu diesem System zurückkehren muss irgendwann. Und dass wir dann automatisch die ganzen Planeten abklappern können und uns die Ressourcen angucken können. Aber ich würde sagen, es soll es erstmal gewesen sein mit dem Omega-Cluster, wenn das so heißt. Ich glaube, der heißt so. So, 99.
Ich glaube, das war in Teil 3, wo man Treibstoff irgendwie findet. Ich meine, das war nicht hier. Ist egal. So, auf jeden Fall Massenportal. Wir sind jetzt hier im Omega-Nebel. Sind wir erstmal fertig. 65%. So, also. Projekt Overlord mache ich irgendwann. Weil es auch ein bisschen zäh war. Aber, da könnt ihr schon mal drauf freuen, Leute. Meiner Meinung nach ist in dem Projekt Overlord eines der geilsten, ich sag einfach mal geilsten, Musikstücke, was ich jemals in einem Videospiel gehört habe drin. Das höre ich mir auch zwischendurch einfach mal ganz gerne an, wenn ich irgendwie von Abend nach Hause laufe oder so. Also das ist wirklich eines der besten Musikstücke, was ich jemals gehört habe. Und ja, da könnt ihr euch mega drauf freuen. Alleine auch im Zusammenhang mit dem, was da geschieht. Also die Action, die dann stattfindet. Und ja, ich werde es nochmal zur Sprache bringen, wenn es soweit ist. Aber da könnt ihr euch auf jeden Fall drauf freuen. Also, wenn ihr der Meinung seid, der ich bin. Aber ich denke schon. Also das Musikstück ist echt verdammt gut. So, Sand und Nebel, das machen wir später. Wir machen auf jeden Fall erstmal die Zitadelle. Und das machen wir dann eh nach und nach alles. Die ganzen Cluster und Nebel. Und das ist ja der lokale Cluster, genau. Gut. Dann würde ich sagen, an der Stelle beende ich jetzt die Aufnahmenspeicher. Und im nächsten Part reisen wir zur Citadelle. Rekrutieren dementsprechend die Meisterdiebin und gucken, was sich da sonst noch so alles abspielt. Alles klar, dann würde ich sagen, vielen Dank für euer Interesse und bis zum nächsten Mal. Tschüssi!